wo man es anschalten kann. Alright, you ready? Also, bist du bereit? Ich denke, es passt. Wir haben also noch nie vor einer so einer großen Menge geredet. Wir sind wirklich nervös. Yeah, we've had to basically stay quiet. Ja, wir mussten 4 Jahre lang durften wir nichts sagen, während wir also diesen Gerichtsfall hinter uns hatten und jetzt das erste Mal, wo wir offen sprechen können. So here's hoping we don't get arrested when we get back. Wir hoffen, wir werden also in den Staaten nicht direkt festgenommen, wenn wir zurückkommen. Also die Geschichte fängt mit Operation Payback an und der Anonymous-Bewegung und die ist da ja quasi mit dabei gewesen. Und damals ging es mehr um Copyright-Verletzungen und MPAA und der RIAA, also den Vertretern der Medienindustrie. Und als diese Operation Payback lief, hat sich auch WikiLeaks umgebildet in ein größeres journalistisches Ding. Und wie lang war es? 2 oder 3 Wochen, als die Operation lief? Ich weiß nicht. Also es fing an, als die Regierung eine indische Firma angeheuert hat, um die Pirate Bay per DDoS anzugreifen. Und dann gab es also Rache-DDoS-Angriffe. Und dann gab es eine großen Gerichtsfall und das war ein echter Tiefpunkt. Und Anfang November war ich dann mit dabei und am 6. Dezember, es gab also eine ganze Menge kleine Dinge, die da hintereinander passiert sind. Und ein kurzer rechtliche Information. Achtung! Also die meisten von euch wissen ja, dass Anonymous alles und nichts ist, einfach zusammengefasst. Das sollte also nicht identifizierbar sein, das sollte sich immer bewegen. Und wenn wir über Anonymous reden oder wenn wir uns mit Anonymous identifizieren, dann sind wir nicht diejenigen, die das definieren dürfen. Wir zeigen euch nur, was mit Anonymous passiert ist oder mit unserer Beziehung dazu. Und ich war auf bei einem Reporter und der Reporter meinte, Anonymous scheint kein Ziel zu haben und der hat es einfach nicht verstanden. Anonymous ist ja eine Methode von Aktivismus und es gibt also eine ganze Menge Leute, die verschiedene Ziele haben und Bedürfnisse und Anonymous hier als ein Ding zu identifizieren, was also ein Ziel hat, das bedeutet ja, das zu zerstören, weil es muss ja den Leuten, die verschiedene Ziele haben, also es hat nicht nur eines. Das heißt, es gibt halt auch keins. Alright. Ja. Ja, also das ist mein Polizeifoto. Das sind unsere Polizeifotos vom FBI. Meins von den Marshals. Oh, meins von den FBI. Oh, meins ist von den State Marshals und meins ist es vom FBI. Also wir haben 2 Polizeifotos gehabt, aber nur eins ist in der Öffentlichkeit gelandet. Soweit ich weiß. Hier gibt es unsere Verurteilung oder zumindest die erste Seite davon. Und wir wollen also darauf hinweisen, dass Dennis Collins, der da ganz oben steht, der wollte wirklich hier mit dabei sein, aber die Regierung hat ihn nochmal angeklagt wegen was anderem in Virginia. Im Wesentlichen dafür, dass er also für genau dieselbe Sache nochmal. Und das ist ein, also eigentlich darf man ja Leute nicht zweimal anklagen, aber sie sind da irgendwie außen rum gekommen und deswegen durfte er leider keinen Pass bekommen, weil sie ihn nochmal angeklagt haben. Und es gab auch andere, die daran beteiligt waren und ja, aber die wollen sich hier nicht als öffentliche Figuren darstellen. Also die stehen natürlich für die Dinge, die sie getan haben, aber sie wollen sich halt nicht in die Öffentlichkeit drängen. Und manche von denen, die mit uns hier sich verteidigt haben gegen diese Anklage, sind mit da. Also ihr könnt mit aufstehen, wenn ihr wollt.
And those are some und of my best friends das sind einige meiner besten Freunde in der Welt. Und ich bin sehr froh, dass ihr nicht ins Gefängnis müsst. So, ja, also das ist so eine Art Erklärung um unseren Vortrag hier. Am 4. Dezember... I like it better up here. Ah, man kann es hier vorne sehen, aber gut, ich mag's hier oben lieber. Und am 4. Dezember begann die Blockade gegen WikiLeaks und etwa eine Woche vorher hat die Regierung und also verschiedene Regierungen zusammen, also die französische Regierung, die britische Regierung, haben also eine Anfrage an diverse Service-Provider geschickt, dass sie an Vauholland und WikiLeaks Anfragen ablehnen sollen. Und Vauholland repräsentiert sehr viele Projekte. Also während wir WikiLeaks natürlich unterstützen, gab es eine ganze Menge Projekte, die einfach als Nebenprodukt auch mit abgeschaltet wurden. Und als Racheakt hat die Anonymous-Bewegung gedacht, wir machen da jetzt was dazu. Wir rächen uns da jetzt gegen PayPal hauptsächlich, eben deswegen, weil die in gewisser Weise das größte Problem waren. Aber es gab auch andere, also die Bank of America, Western Union, also im Wesentlichen alles, was nicht einfach nur war, einen Geldschein in einen Umschlag zu stecken. Man konnte einfach an die Vauholland-Stiftung oder an WikiLeaks nicht spenden. Und es gab also eine ganze Menge DDoS-Angriffen und Blackfaxes. Und ich weiß jetzt nicht, was das auf Deutsch bedeutet, aber wenn man einfach ein schwarzes Stück Papier in ein Faxgerät schickt, dann nennen wir das Blackfax. Und immer wieder dasselbe die schwarze Seite schickt. Und das war ziemlich super, weil es gab einen Typen, der hat die E-Mail-Adresse von einem Service-Admin quasi veröffentlicht. Und die Faxmaschine hat angefangen zu brennen, weil der Wärmesensor nicht funktioniert hat. Also juhu, Feuer ist gut. Ja, also dann gehen wir auf die nächste Seite. Und wegen dieser Angriffe bin ich jetzt nicht sicher, ob man das lesen kann. Aber wir gehen da mal durch. Das ist also die Zusammenfassung der Schäden, die PayPal bei der Regierung geltend gemacht hat. Und ihr könnt sehen, dass von der DDoS-Attacke, dass sie also fast eine halbe Million Dollar an Arbeit ausgegeben haben und 4,5 Millionen für Hardware und Software. Also im Wesentlichen haben die ihre gesamte Infrastruktur erneuert und eine neue Faxmaschine gekauft. Also eine sehr, sehr teure Faxmaschine. Ein teures Faxgerät. Also eine ganze Menge Dollar, die hier aufgelistet sind, auch was Software-Update angeht. Und sie wollten der Regierung quasi klar machen, dass wir verantwortlich waren, dass sie ein Software-Update gebraucht haben. Also was war denn der Plan, wenn wir die nicht angegriffen hätten? Hätten sie dann einfach nicht aktualisiert? Und der Richter hat dann gesagt, weil du es bezahlt hast und es gekriegt hast, also das ist ein Einkauf, das ist kein Verlust. Also wenn wir dein Fenster kaputt machen, dann sind wir verantwortlich, das Fenster zu ersetzen. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dir auch ein Boot zu kaufen. Das ist irgendwie das Problem. Also deswegen mussten wir auch hier keine 4 Millionen Dollar ausgeben. Ich hab auch keine 4 Millionen Dollar und ich kenne auch niemanden, der so viel Geld hat. Okay, also am 27. Januar im nächsten Monat, das muss ein Tippfehler sein. We have typos, we're human. Ja, also wir haben auch Tippfehler, wir sind Menschen. January 27th. Und am 27. Januar, also ungefähr einen Monat später, im nächsten Monat, haben dann 40 Leute, also fünf in Europa und die wurden also durchsucht. Da gab es also Hausdurchsuchen und die wurden festgenommen, die Europäer, für diese DDoS-Attacken gegen PayPal. Und meine persönliche Erfahrung war, dass wir halt, also ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht und habe mal um 3 in der Früh meinen Computer mich ausgelockt und bin aufgewacht, weil jemand an die Tür geknallt hat, also dagegen gehauen hat.
Und es gab dann also Lichter und außerhalb der Tür und Leute, die rumgebrüllt haben, und die hatten auch Pistolen, und ich hatte die noch nicht gesehen, aber die haben also da draußen rumgeschrien, und ich habe versucht, meine Freundin aufzuwecken, weil wir wussten ja nicht, was los ist. Und dann bin ich also zurückgegangen und habe die Tür aufgemacht, und man hat direkt mir eine Pistole ins Gesicht gehalten, und 10 Leute sind also durch die Tür gerannt und haben also versucht reinzukommen, und ich habe mich umgedreht und bin auf den Boden gefallen, und ich habe halt auch versucht, mich nicht zu wehren. Wer bin ich denn schon? Also ich bin ja auch kein Terminator. So the slide says 40. Das heißt, auf der Slide stehen jetzt 40 Leute, aber es sind nur 35 in den Staaten und 5 im Vereinigten Königreich. Und manche sind sogar hier jetzt auf der Konferenz. Also das waren die. Und wenn du... Ja, also wenn ihr mal hören wollt, wie das klingt, so in etwa klingt das. Und das war also um 6 in der Früh, ist das wirklich angsteinflößend, gerade wenn man gerade aufwacht. Und ich habe bei meinem Vater gelebt, und man hat mir direkt also eine Taschenlampe ins Gesicht gehalten und eine Pistole. Und es gab so viele blöde Fragen, die sicherstellen sollen, dass es tatsächlich du bist. Und dann ging es um den Durchsuchungsbeschluss. Und sie haben so viele Fragen gestellt. Und eine von den Fragen, also Anonymous hatte an dem Zeitpunkt, also wir haben immer noch Flyer und sowas auf 4chan gemacht, aber wir haben uns halt auch organisiert. Und eine der Fragen war, erzähl uns über 4chan. Also ist ja auch eine sehr unklare und eine sehr wunderliche Frage, einfach die zu stellen. Und also sie haben das gefragt, und ich habe ihnen gesagt, also ihr wollt wirklich nicht wissen, was 4chan ist. Ja, niemand will wissen, was 4chan ist. Und deswegen, also ich habe dann gesagt, also wenn ihr es wirklich wissen wollt, dann werde ich es euch schon sagen, aber ihr könnt das nicht rückgängig machen, ihr wisst es dann, und ihr tut euch das für die Ewigkeit an. Und die haben gesagt, ja, erzähl uns über 4chan. Also habe ich ihnen erzählt, also ich habe mir Dinge ich kann mir Dinge ganz gut merken. Und dann habe ich ihnen über einen von den schlimmsten Threads auf 4chan erzählt, die ich jemals gelesen habe. Und ich werde es euch jetzt nicht antun. Es geht also im Wesentlichen um den Typen, der also verliebt ist in seinen Hund auf verschiedene Art und Weisen. Und vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Und naja, gut. Also das FBI, einer von denen musste dann rausgehen und hat sich übergeben. Ja, das war ein guter Moment. Das sind die kleinen Sachen im Leben, wenn die FBI-Agenten sich vor deinem Haus übergeben müssen. Das ist leider nicht in einer Tüte für Beweismittel gelandet. Und nach dem 27. Januar, nachdem also diese Durchsuchungsbeschlüsse durchgeführt wurden und sie nach Beweisen gesucht haben, das ging 6 Monate lang, um das alles durchzuschauen und Befragungen auszuwerten von Leuten, die also gesagt haben, okay, ich will mit der Regierung zusammenarbeiten. Und am 19. Juli haben sie dann also letztendlich 14 von uns verhaftet. Das heißt, es gab also 6 Monate lang 40 Leute in den Vereinigten Staaten, die da also Panik hatten, okay, ich werde da jetzt verhaftet. Und also okay, wir wurden angezeigt, und für uns war es also an dem Punkt vorbei. Und es gibt also immer noch Leute, die immer noch auf ihr Urteil warten. Und es gab also 40 Leute, bei denen es Durchsuchungen gab, und manche haben einfach nur Sachen auf Facebook geliked oder einfach eine Petition unterschrieben, also Dinge, die irgendwie verdächtig waren. Ja, also die sitzen da immer noch, und die wissen halt immer noch nicht, ob sie jetzt ins Gefängnis müssen, und möglicherweise haben sie ihre Sachen zurückgekriegt, möglicherweise auch nicht. Und also die sitzen da immer noch und denken sich, naja, ich wurde durchsucht, was passiert denn jetzt? Ja, also wir wurden dann festgenommen, und das waren unsere Anklagepunkte. So, do you want to explain it? No, you can go ahead and explain that. I'll explain it. All right, so
There's two counts. Es gibt zwei Anklagepunkte. You are guilty of telling someone how to do something and they use that. Wenn du schuld bist, jemandem zu erzählen, wie man etwas macht, um einen Schaden anzurichten, um einen Wenn es also um Sachen gibt, wo die also auf gar keinen Fall hätten wissen können, wie sie das machen müssen, und dann wirst du im Wesentlichen auf dieselben Anklagepunkte angeklagt, als hättest du es selber gemacht. Und nach 7 Jahren können sie das üblicherweise nicht. Aber wenn das eine Verschwörungsanklage ist, dann bedeutet das, dass diese 7 Jahre gehen erst los, wenn die Verschwörung quasi aufgelöst ist. Das heißt, wir könnten quasi immer noch angeklagt werden für andere Sachen, für bis zu 7 Jahre, nachdem also Anonymous aufgelöst wird, was hoffentlich oder vielleicht auch niemals passiert. Ja, also für den Rest unseres Lebens. Und das ging dann am Ende 2 15-Jahr-Verurteilungen, also Verurteilung für 15 Jahre im Gefängnis, $250.000 Strafe, also nur Strafe, das ist noch nicht mal die Zivilklagen, also an die Opfer. Die $5.4 Millionen, das gehört also nicht zu diesen 250.000, sondern das kommt noch extra dazu. We'll get done with the boring legal stuff in a minute. Ja, also wir sind mit dem langweiligen Legal Fu gleich fertig. A little bit about the CFAA. And this is the general umbrella law they use. Hier ist das allgemeine Gesetz, was alles umspannt. Wenn du auf Facebook dich anmeldest, dann können sie dich als Hacker verknacken. Let's see. So the law was originally intended for banking fraud. Dieses Gesetz war ursprünglich für Bankbetrug gedacht. Wenn man bestimmte Kombinationen von Knöpfen auf dem Bankautomaten drückt und dann kommt Geld raus. Und jetzt haben sie dieses Gesetz so weit ausgedehnt, dass es das Verlinken auf Facebook auch mit abdeckt. Ursprünglich war das so gedacht, dass die Bundesregierung Leute unter diesem Gesetz verurteilen konnte. Okay, das hat verschiedene Dinge umfasst, unter anderem halt DDoS. A lot recently is that under the CFAA, when you saw our charges, one was for attempt to damage a secured computer. Wenn man unter diesem Gesetz versucht hat, jemanden anzuklagen, dann konnte man auch Ersatz für Schaden an Computern einfordern. Is that if you take something or you do something illegal over a state line. In Amerika funktioniert das so, wenn man über wenn man ein Verbrechen begeht, was die State Lines überschreitet, dann ist es eine Sache der Bundesregierung. Und wenn immer man ein Internet-Device verwendet, dann fällt das unter die Rechtsbarkeit der Bundesregierung. Und damit sind es dann automatisch 15 Jahre Strafmaß unter diesem CFAA. Wenn das Ganze im gleichen Bundesland passieren würde, dann wäre es nur ein kleines Vergehen. Aber wenn es eine Bundesgrenze überschreitet, dann ist es Bundesregierungssache. The fun things. Nun zu den politischen Aspekten. So we have, you notice it in America a lot. Man sieht das in Amerika viel, where governments and corporations work hand in hand. Wo Regierungen und Unternehmen, Großunternehmen Hand in Hand arbeiten. The common people, the people who try to stand up for what they believe is right or what. Und wenn kleine Leute sich für das stark machen, was sie für richtig halten, dann
Especially in America, I know our corporations are almost given the same rights as individuals. Okay, Großfirmen haben mehr Rechte als Einzelpersonen. This tradition that has been going on for diese Tradition ist gibt es schon immer. No one, it just seems to get put to the wayside because the governments and the corporations have all the money. Weil die Regierung und die Großfirmen das ganze Geld haben, deswegen wird das auch niemals geändert. In unserem Fall wollte PayPal für halt Geld haben für Schadensersatz und da hätten sie uns einfach verklagen können. So it didn't have to be a federal case, it didn't have to be jail. Es musste kein Bundesfall sein. Es hätte nicht mit Gefängnis bedroht werden müssen. Es hätte einfach ein ziviler Rechtsfall sein können. Then you see the United States using PayPal to silence its opponents like WikiLeaks and the other well-known causes that got in the way. Die Vereinigten Staaten Regierung wollte aber hier WikiLeaks und die Aktivisten stumm stellen. Und deswegen haben sie auf diese Mittel zurückgegriffen. Here's good old General Alexander. Hier ist der gute alte General Alexander. Oh, well, yeah. He was, do you ever really stop? Well, yeah. Well, he's got his own private security thing now. So er hat jetzt seine eigene Sicherheitsfirma. But who knows? So this is when he went before Congress and said. Hier ist er, hat er sich vor den Kongress gestellt und hat. Kind of ridiculous, because why would we knock out our own power grid? Hat erklärt, dass wir Terroristen sind, dass anonymous Terroristen sind, die das Stromnetz abschalten wollen. We're pretty selfish like that. But during, aber warum würden wir das wollen? The attacks and things like that were going on. Many, you would see many officials in Congress. Während dieser Angriffe gab es viele Kongressabgeordnete, die dafür gelobbyt haben, dass Anonymous eine große Bedrohung darstellt, die allen Schaden zufügen würde und daraus neue Macht, die Kongressabgeordneten wollten daraus neue Macht ziehen. The government's lack of transparency, like really impacts your ability to decide. Dadurch, dass es bei unserer Regierung wenig Transparenz gibt, kann man die Probleme, die die Regierung schafft, auch nicht erkennen und kann auch niemanden dafür in der Regierung verantwortlich machen. Es gibt Dinge, die in den 60ern klassifiziert worden sind. Und es gibt ein Gesetz, das sagt, dass einfach nur peinliche Dinge nicht klassifiziert werden dürfen, nur weil sie peinlich sind. Und in den Vereinigten Staaten, wenn man etwas zerstört, das ein Teil von einer Bundesuntersuchung ist, dann wird man dafür angeklagt, dass man einen Bundesvorgang behindert, obwohl man eigentlich unter der Constitution das Recht hätte, sich selber nicht zu belasten. Hier sind die größten Teile, die. Ja, und das ist also das eine der wichtigsten Sachen, was Snowden und Manning gemacht haben, dass sie also uns gezeigt haben, was passiert und dass wir also in der Lage sind, die Leute anzuzeigen, die verantwortlich sind. Okay. Und kurz nachdem unsere Durchsuchungsbeschlüsse passiert sind, haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt die Cyberterroristen gefunden und die Bösen sind jetzt hinter Gittern. Und der Chef des FBI ist dann vor den Kongress gegangen und hat gesagt, das sind Cyberterroristen und wir brauchen mehr Geld und Werkzeuge und mehr Macht. Und die haben sogar darüber geredet, dass man jetzt also Werkzeuge bräuchte, um Mexikaner aus den Vereinigten Staaten raushalten muss, weil man nach uns suchen wollte. Und das zeigt irgendwie, wie viel Hass sie haben, also für die Mexikaner. Das ist irgendwie schon eine große Sache.
Und es gibt ein paar sehr nette Zitate hier. Also wir brauchen immer mehr Geld. Wir sind also eine große FBI-Familie. Und das ist der Typ, da haben wir ein GIF gemacht. Jedes Mal, wenn er also das Budget erwähnt, gehen seine Hände weiter nach außen. Das ist eine ganz witzige Geste. Wir haben also unseren Freund aus Norwegen gezwungen, das anzugucken, und der hat das also noch nie so gesehen. Ja, und Sabu und der, also als es um Lulzsäck ging und die da also quasi existiert haben, da haben wir also wir halten Sabu für einen Provokateur. Der wurde also von der Regierung da platziert und sollte also Anonymous kontrollieren und sollte also Leute bedrohen und hin und her schubsen und also einfach nur ein Arschloch zu sein. Und das ist halt der Typ, der irgendwie zu einem friedvollen Protest geht und dann einfach einen Stein durch Fenster schmeißt und da versucht, einen Aufriss zu machen. Und wir haben halt den Eindruck, das passierte zu einer speziellen Zeit, als eine ganze Menge Leute festgenommen wurden. Und Anonymous wurde immer noch gerade sehr berühmt. Und es gab immer noch viele Leute, die dazukamen. Und also wir glauben, das war absichtlich. Er ist da möglicherweise nicht unserer Meinung. Und diese Zeit gab ihm also die Möglichkeit, der Typ zu sein, der den Stein ins Fenster schmeißt. Und er, also das ist genau das Gegenteil von dem, was er jetzt sagt. Er tut jetzt so, als wäre also Anonymous viel zu rausgestellt wurde und er hätte das alles gemacht und er war einfach Anonymous Sabu und Twitter. Und wie mehr kann man denn Anonymous sein? Und er hat also diesen Channel gelockt, hat also sichergestellt, dass das alles mitgelockt wird. Und das war halt einfach alles ziemlich dreckig. Und wir hatten eine Unterhaltung mit Gabriel Coleman, der also solche Dinge erforscht. Und sie haben über Jabber geredet und er hat sich schlicht geweigert, OTR zu benutzen. Ja, also das... Naja, und das Wichtige über Sabu ist, also wir können nicht mit ihm reden. Wir können mit niemandem reden, der irgendwas mit Anonymous zu tun hat. Wir können da solche Dinge nicht diskutieren, sondern wir können uns einfach nur angucken, was passiert. Und was wir sehen ist, Anonymous wird jetzt quasi, richtet sich gegen uns. Also wir werden jetzt für Sachen verantwortlich gemacht, gegen die wir uns nicht wehren können. Und wir werden halt jetzt angeklagt. Und dann sagen die Leute halt, hey, ihr stehlt Kreditkarten. Und nee, das habe ich also nicht gemacht. Ich habe vielleicht Pakete verschickt, aber ich habe also sicher kein Geld gesehen. Und das war also in dem ersten Monat, wo wir angeklagt wurden. Wir waren also, wir durften also überhaupt keinen Computer berühren. Und für fast ein Jahr durften wir Twitter also explizit nicht benutzen, ohne dass es irgendwie einen Grund gab, den sie hätten rechtfertigen können, außer dass sie halt gesagt haben, naja, also vielleicht reden die mit Leuten, das wäre ja ganz schrecklich. Und was ich gehört habe, ging es mit Protesten, also es hatte zu tun mit Protesten, ich weiß aber, hab's jetzt nicht im Kopf, und die haben wohl Twitter benutzt, um die Polizeiblockade zu umgeben. Und also ein Kommandozentrum von diesen Protestierenden haben also gesagt, hey, geht nicht darüber, geht nicht in diesen Weg, geht woanders lang. Und wie können wir es einfach wagen, Polizisten zu vermeiden? Ja, und für die gesamte Anklage durften wir nicht mit IRC, über IRC mit Leuten reden. Aber Jabber war okay, andere Protokolle, das war völlig in Ordnung. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Ja, das ist halt einfach die Regierung. Ja, das hängt einfach mit dem Film zusammen, den wir gerade auch gesehen haben. Die Anzahl von Sachen, die sie halt benutzen, um uns zu verfolgen, das ist einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man also
Ja, also wenn man einfach sehen will, wo die Leute sind, einfach versuch dir zu überlegen, wie häufig du den Knopf drückst an der Seite von deinem Phone, um das anzumachen. Wo würdest du sein ohne dein Phone? Du bist halt einfach voll abhängig von diesen Geräten. Und wir kommunizieren so viel darüber und wir realisieren gar nicht, wie viel. Und die können das einfach alles überwachen. Und wie das funktioniert, das ist, ich weiß, das ist in Deutschland komplett anders. Und ihr könnt eure eigenen Rechte an der Kommunikation gar nicht abgeben. Also ihr dürft die gar nicht abtreten. Aber in den Vereinigten Staaten ist das ganz anders. Wenn ich eine Nachricht über Facebook verschicke, dann ist das nicht mehr meine Nachricht, sondern das sind Daten über mich. Und die Regierung geht dann zu Facebook und sagt, hey, wir brauchen alle diese Daten. Und Facebook kann legal sagen, ja klar, das können wir dir geben, weil es sind nicht meine Daten, sondern es sind deren Daten über mich. Das heißt, es gibt hier einen Konflikt. Und wir haben ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf Privatsphäre. Aber es ist, also sie umgehen da einfach diesen vervierten Verfassungszusatz, indem sie einfach sagen, das sind gar nicht unsere Daten, das sind Daten von jemandem anderen. Das ist ein wirklich billiger Trick. Und Facebook muss uns das einfach auch nicht erzählen. Also die sind in gewisser Weise sogar, dürfen sie uns das gar nicht erzählen, sie dürfen das uns juristisch gar nicht erzählen. Und das geht nicht nur um Facebook hier. Es ist jeder Dienst, den man benutzt. Google, Twitter, fast alle E-Mail-Provider, die also nicht von euch privat erstellt werden, was wir euch übrigens empfehlen. Also wenn ihr das nicht könnt, dann lernt, wie das funktioniert, wirklich. Also, wenn ich mir zum Beispiel mit Josh zusammen, der gerade in Ohio aufgehalten wird, der hat einen Jabber-Server gemacht und wir haben also unser eigenes Etherpad für unsere Zusammenarbeit und wir haben einen Mumble-Server und das ist unserer. Also wenn da jemand reingeht und sich das holen will, dann wissen wir, dass er da war. Und ich habe, das läuft einfach auf einem Laptop. Ich mir selbst, also er hat sich das selbst beigebracht. Also wenn Josh sich das selbst beibringen kann, dann könnt ihr das alle. Es gibt einfach keine Entschuldigung. Schaut euch den Typen doch an. Also, ja, und dann sind es halt eure Daten und nicht die von Facebook. Ja, also das geht hier also weiter um dieselbe Sache. Wenn die Regierung darf diese Daten quasi, also darf sagen, das sind nicht unsere Daten, sondern das sind die Daten des Dienstes. Und wenn die uns verfolgen dürfen und anklagen dürfen, wie sie es gemacht haben, dann welche Rechte haben wir überhaupt online? Wir gehen online, um frei zu sein, um zu machen, was wir wollen, um zu sagen, was wir wollen. Wieso? Also mit welcher Rechtfertigung haben die da überhaupt, welche rechtliche Grundlage haben die? Und das Argument ist, dass so viel von dem Leben online passiert, wenn also die Grundrechte im Online nicht gelten, dann hast du sie einfach nicht, dann sind sie einfach weg. Und wir haben den Eindruck, dass also zu dieser Zeit jetzt in der Geschichte, dann wird das jetzt einfach entschieden. Und wenn wir es jetzt nicht entscheiden, dann kommen wir einfach in eine ganz gefährliche Position in der Zukunft. Weil das wird jetzt entschieden und wir müssen uns da jetzt wirklich dahinter klemmen, ansonsten haben wir diese Rechte nicht mehr. Also wir haben uns ein paar Fragen überlegt, ethische Fragen. Also habt ihr den Eindruck, dass die Banken entscheiden dürfen, also sollten die Banken entscheiden dürfen, wo ihr euer Geld ausgibt? Und das ist echt ein Problem, denn gerade in den Vereinigten Staaten, da gibt es vielleicht gerade 5 oder 6 große Banken, vor allem seit der Bankenkrise. Und da haben sie viele zusammengelegt. Und wenn jetzt alle Banken entscheiden, dass man also seine Reifen nur noch an diesem einen Laden kaufen kann, dann müsst ihr da halt eure Reifen kaufen. Und das ist halt ein echtes Problem. Das könnte letztendlich die Rechte von Leuten beschneiden, zu entscheiden, wo sie ihre Dinge kaufen. Und der Kapitalismus in den Vereinigten Staaten, der ist einfach für sehr viele Dinge verantwortlich. Und wenn man da also die Rechte nicht hat, zu entscheiden, wo man sein Geld ausgibt, welche Entscheidungsfreiheit hat man dann überhaupt noch?
Also man hat dann letztendlich einfach überhaupt keine Rechte mehr und man wird wie Müll behandelt und das ist wirklich schrecklich. Oh, ja. Also Dinge, die man also an Dinge, die man spenden kann über PayPal, die nicht WikiLeaks sind. Und da gibt es also ganz schreckliche Sachen. Es wird dann auf unserer Webseite eine Liste geben. Aber die meisten dieser Organisationen sind bekannt dafür, dass sie sehr aggressiv sind und gefährlich oder eben sehr extreme Ansichten haben. Oder sie sind sogar als Hate Group registriert. Also der Ku Klux Klan zum Beispiel ist als Terroristengruppe registriert. Aber man kann da ganz normal drüber spenden an die. Und ich weiß nicht, ob ihr die Westboro Baptist Church kennt, aber das sind die Leute, die auf Beerdigungen von Soldaten gehen mit Schildern, wo drauf steht, Gott hasst Schwule. Und das sind diese Leute. Und ihr konntet damals eben nicht an Wau Holland spenden. Und dann gibt's da auch die Leute mit die Wahrheit über Homosexualität, die also denken, man könnte das Schwulsein weg... Man könnte also beten, damit die Leute nicht mehr schwul sind. Und das sind die Leute, die da helfen, dass die Leute... Ja, und das funktioniert natürlich nicht. Also, ja, das ist es dann im Wesentlichen. Und also Geld ist quasi jetzt neuerdings, wird gezählt als freie Rede. Und wir hatten eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dass also Unternehmen tatsächlich Menschen sind, dass die also an politische Kandidaten beliebige Summen an Geld spenden können. Das ist nicht sehr gut. Und die haben entschieden, dass also Unternehmen beliebig viel Geld spenden können an alle möglichen Leute, ohne uns zu sagen, an wen oder wie viel. Und ja, also... Aber... Und dadurch, dass sie WikiLeaks blockiert haben, haben sie also euch dieses Recht genommen. Und das bedeutet also, dass die Regierung bei den eigenen unter ihren eigenen Regeln sich verschworen hat mit den Banken, um dieses Recht von euch wegzunehmen. Und das ist das sollte eigentlich super illegal sein, aber wir reden ja hier über die Regierung. Ja, also du kannst den hier machen. Ja, also es war eine große Frage von Leuten über die letzten 4 Jahre. Wie könnt ihr also Meinungsfreiheit verteidigen, während ihr von anderen Leuten die freie Rede unterdrückt? Und das ist eine schwierige Frage, weil, also ja, der andere Typ hat natürlich auch das Recht zu sagen, was er sagen will. Aber gleichzeitig, wenn dieser Typ... Also Leute beleidigt und Hass von sich gibt und zu Gewalttaten aufruft, dann also ganz allgemein Probleme verursacht. Wo ist denn dann die Linie? Also wo muss man da die Grenze ziehen? Also das ist unsere Grenze. Ihr könnt die Grenze natürlich woanders ziehen. Das ist klar. Das ist nur unsere Meinung. Und nichts weiter. Und wir haben den Eindruck, dass... Bei unserem Kontext gibt es einen großen Unterschied zwischen was ein Einzelner oder wenn ein Einzelner angegriffen wird oder wenn ein Unternehmen angegriffen wird. Ja. Und in Fällen wie diesem, wenn also solche Probleme auftreten, dann schauen wir uns quasi die Größe an und den Grund, wieso also diese Organisation angegriffen wurde. Was haben die gemacht? Was ist passiert? Was hat Leute so ärgerlich gemacht? Also es muss doch einen Grund geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also die PayPal-Vorstandsmitglieder gesagt haben, also wir haben da nichts falsch gemacht. Was haben wir bitte gemacht? Also die würden Pakete voller Liebe natürlich mögen. Und dann gibt's natürlich einzelne Leute, die genervt sind von uns.
Und ich bin nicht sicher, ob die moralische Fähigkeit haben, auf die Art und Weise darüber nachzudenken. Und ich kann mir das aber nicht vorstellen. Warum, also welche Entscheidung habe ich getroffen, um da quasi die Beziehung mit unseren Kunden kaputt zu machen? Und dann könnte man das ja reparieren. Aber PayPal hat sich entschieden, das nicht zu machen. Und es gibt halt einen großen Unterschied zwischen einem Menschen mit Menschenrechten und den Rechten von einem Stück Papier, das entwickelt wurde, um Geld zu scheffeln. Das heißt, wenn ich jetzt einen Blog erstelle und das ins Internet stelle und das hat eine Meinung, dann ist das meine Meinung, die also ich gebildet habe als ein Individuell, als Individuum, als Mensch mit Menschenrechten. Aber wenn PayPal das macht, was sie hatten, so lange bis wir es mit einem DDoS-Angriff kaputt gemacht haben, dann ist das eine Meinung, die letztendlich nur von diesem Stück Papier, das gebaut wurde, um Geld zu erzeugen. Und das ist unsere Grenze, unsere ethische Grenze, wo wir sagen, hier geht's um Meinungsfreiheit. Wir haben nicht den Eindruck, dass wir die Meinungsfreiheit von PayPal beschnitten haben, weil wir nicht den Eindruck haben, dass PayPal eine Person ist. Und dann geht es hier um eine offene Frage. Denn ich habe auch schon einen Talk zu diesem Thema gehalten und ich werde das ständig gefragt und du vielleicht auch. Denn Menschen fragen mich, also Lulzsec hat immer behauptet, dass sie nicht dieselben waren wie Anonymous, dass sie eben nicht Anonymous waren, dass sie was komplett anderes waren. Aber es gibt immer noch die Frage, sie haben manche Dinge gemacht auf Anon-related, also Servern, die irgendwie mit Anonymous zu tun hatten. Und dann gibt es also immer wieder diese Frage, hat Lulzsec ethische Fragen, ethische Verletzungen begangen? Und waren die Teil von dem Anonymous-Projekt und haben Sie vielleicht, als Sie die Adressen von Leuten veröffentlicht haben, war das ethisch falsch? Und wie verantwortlich ist Anonymous für die Umgebung, die dann letztendlich Lulzsec ermöglicht hat, überhaupt zu existieren? Und wir sind uns einfach nicht sicher, wie wir das beantworten wollen. Und wenn ihr da irgendwie was dazu sagen wollt, dann dann reden wir da gerne drüber, weil darüber zu reden, das macht Spaß. Und das lassen wir jetzt erstmal für die Q&A offen, die gibt's dann gleich. Also hier gibt's so eine Kleinigkeit, die Sie gesagt haben, hier, pack die mal rein und wir waren uns nicht sicher, aber gut, die brauchen Geld. Also wenn ihr spenden wollt, da gibt's eine ganze Menge Optionen. GoFundMe, also wir haben natürlich keinen PayPal aus diversen Gründen. So, ihr könnt über GoFundMe spenden. Es geht direkt an die Leute, die sich verteidigen müssen und wird gleichmäßig verteilt, bis die Strafe bezahlt ist und GoFundMe wird geschlossen und wir werden dann auch kein Geld mehr danach annehmen. Also wir wollen auch nicht mehr Geld, sondern wir wollen einfach nur, dass ihr könnt auch über Vau-Holland-Stiftung spenden, was ihr auch von der Steuer absetzen könnt, allerdings nur in Europa. Wenn ihr mehr Anons spenden wollt, weil wir haben unser eigenes Geld, aber wenn ihr mehr spenden wollt, dann Leute, die halt eben sich wegen allen möglichen Sachen verteidigen müssen, könnt ihr an Free Anons verteidigen, spenden. Es ist eine Organisation, die dafür bezahlt, dass Leute Essen kriegen und in transportiert werden oder eben andere Sachen bekommen. Ja, danke fürs Zuhören. Tribut verabschiedet sich jetzt gerade schon im Stillen. Er muss zum Dings. Ich mache die restliche Übersetzung noch weiter. Mein Name ist Julian. Ich bin zwischendurch dazugekommen. So,
at this time we'd like our co-defendants and if there are any other like currently indicted or prosecuted nuns in that or also das wenn es andere Angeklagte gibt wenn im Rasal dann könnt ihr gerne auf die Bühne kommen if you would like. Wenn ihr möchtet. So, here's our co-defendants. Das sind unsere, die Leute, die auch sich mit uns verteidigen müssen. This is the Q&A and we'd like to give an opportunity to any like currently prosecuted. Wir würden gerne den Leuten, die auch verfolgt, Aktivisten, Computeraktivisten, die verfolgt werden, würden wir gerne die Chance geben, weil es allen Leuten ist. And this is Vincent Kershaw, Trivette. Hello. Help if it was on. Hey. So, shall we begin? Fragen Session. Number one, please. Frage eins. Hello and thank you for danke für was ihr getan habt und my question ich hoffe, dass es für euch gut wird. Meine Frage ist, was sind Computer Fraud and Abuse Act, die Statuten angeht, die sagt, geschützte Computer, die übers Internet Zugang geschafft worden ist. Es ist nicht auch kriminelle, es ist auch nicht fahrlässig von den Administratoren. Frage ist, ob das auch nicht die Administratoren eben auch fahrlässig sind. No, it just has to be you've accessed it without consent. Whether they left it, if they left it completely open and you went into it, it is still a violation. Wenn es offen, komplett offen war und ohne Zustimmung passiert ist, dann ist es so. It's not a crime for someone to walk wenn in Australien, wenn du keine Vorsicherheitsmaßnahmen unternommen hast, dann ist ja was gefährlich ist, weil was, wenn du es zufällig aus Versehen machst. Sorry, Jim Trump. I see people coming in, going out. If you want to leave now this room, please over the sides, not through the middle gates here. Because people are coming in, doors are closed now. Wenn ihr rausgeht, dann geht's bitte zur Seite raus. For safety reasons. So, please continue. Okay. Someone else. Number four, please. I take it that you have been prosecuted for being part of the Anonymous movement. Ich nehme an, ihr seid verfolgt worden, dass this huge sexist backlash against women and ja, ihr seid mit dem Anonymous Movement verbandelt. Wie seht ihr das denn mit dem sexistischen Angriffen auf Frauen und ähnliche Sachen? Anonymous has done anti-feminism thing. Well, people in the name of Anonymous. Ja, Leute im Namen von Anonymous haben das gesagt. Ja, wir wollten halt am Anfang sagen, dass Anonymous gehört zu vielen Leuten, wer auch immer das Teil davon. Ich war nicht Teil davon. Ich bin nicht Teil von Anonymous heutzutage. Was die heutzutage tun, ist nicht okay, aber ich kann auch nicht für sie sprechen. Ich glaube auch nicht, dass sie es tun sollten, aber ich kann sie auch nicht aufhalten. But I understand your point and I understand how that's kind of. Ich verstehe deinen Punkt und ich glaube auch nicht, dass es genug ist, aber als Frauenperspektive, die auch darin war. Sometimes everyone is default male, which as men that's totally fine for you because you are male. Ist jeder zufällig per Standard männlich. Wenn du zufällig sagst, dass du eine Frau bist, man muss sich da einfach wehren können. I can say that from personal experience, like that's just like an internet culture thing that has leaked into Anonymous. And das ist ein Internetkulturding. Okay, so if I ever had a problem on Anonops, which is one of the largest, wenn ich ein Problem mit Anonops IRCs hätte, dann in dem größten der Anonymous IRCs ist, dann if someone says this to me and I get mad,
There are people, and particularly dann one of them gibt's, here verschiedene Leute, die auch mich like you are, fuck you, auch ban. How dare you make another non feel uncomfortable like they can't die, ja, dass es ganz klar gemacht wird, dass andere Leute, ja, wie sage ich das jetzt? Also, wenn du im, wenn du dich daneben benimmst im Anonymous Channel, in dem ich bin, dann, dann wirst du auch gebannt. Und das ist ein komplett anderes Panel. It is not quite what it's been made out to be, and I really recommend that. Es ist auch nicht so leicht. Then say something to your sysadmins, and if there's a problem with your sysadmins, get new sysadmins. Because sysadmins are replaceable just like anybody else. Right. Wenn es Probleme gibt, dann geht es zu deinen sysadmins, und wenn die dir nicht helfen, dann hol dir neue sysadmins, die sind auch ersetzbar. Frage aus dem Netz. Thanks for asking. There's no actual question from the web. Es gibt keine Frage aus dem Netz, aber es gibt eine große Diskussion, warum ihr euch dafür für DDoS entschieden habt und nicht für andere Sachen. You guys want to talk about Loic and the Hive and all that good stuff? Is your mic on? Yeah. Ja, the question was basically, why did we choose to DDoS rather than hack? Warum haben wir uns für DDoS really, entschieden anstatt hacken? You know, ja, ich sehe das mehr als Sit-in, denn als als Einbruch. Und man braucht nicht einbrechen, wenn man einfach ein Sit-in machen kann. Protest PayPal and let our opinions be known. And it's as simple as that, really. And in Germany, like with the Lufthansa, in Deutschland mit dem Lufthansa-Fall, in Deutschland ist es sogar legal gewesen mit dem Lufthansa-Fall, genau dieser Online-Sit-in. Wenn du ein deutscher Bürger bist, dann kannst du. Ja. Question answered? I think so. Passiert da nicht viel, das ist keine Straftat. Yes, hello. Nummer 5. Wie viele Probleme würdet ihr bekommen, wenn jemand oh, it's all good now. Also dürft ihr mit Leuten reden, die die gleichen Probleme haben? Wir haben unser Urteil bekommen und deswegen ist es heute kein Problem. Und Leute haben mich früher von Anonymous, wenn früher Leute ankamen und sagen, hey, ich bin von Anonymous und lass uns mal reden, dann musste ich die eben sofort löschen und niemand mit denen reden. Weil wenn wir wussten, dass jemand mit von Anonymous, dann durften wir nicht mit denen reden. Wenn uns jemand nicht davon gesagt hat, dann war es okay. Im Moment, wenn wir also jetzt sind wir verurteilt worden, das ist total okay. Und die Regierung hat uns einfach jetzt gehen lassen. Wenn du jetzt mit uns reden magst, dann kannst du mit uns hängen. Du kannst uns auch anrufen. Oh, it's down there. Oh, it's down there, okay. Well, our GSM number, anrufen. Wir haben eine GSM, SWEED, und no, F-U-N-O. F-U-N-O, und dann kannst du uns einfach anrufen. Okay, so I think that's... Question answered? Great. Number 4, please. Number 4. Right. So, if you would be willing to talk about this, darüber reden möchtest, wie viel Geld müsst ihr da schulden und wie viel habt ihr schon bekommen? Und wäre es nützlich für euch? Und würdet es nützlich für euch, von euch Geld haben? McFly forgot to get us a bucket. We were supposed to have a bucket, and McFly misplaced McFly it. Hat McFly so hat far den Eimer verloren. Bisher haben wir ungefähr. I'd have to look. Muss mal nachgucken, aber ich glaube, wir haben so 17.000 ungefähr. It was close to 18,000 on the GoFundMe, and then something like und ungefähr 4,000 auf der Warholland Stiftung, was unsere Gruppe almost every single decision ungefähr jede Entscheidung wird gemeinsam mit der Gruppe getroffen, und selbst wenn ich versuche
Wenn jemand, weil ich halt das typische Mädchen hier bin, dann weil ich deswegen die Fragen bekomme, dann screenshotte ich die Frage und schicke die allen Leuten. Und alles, was im Namen von PayPal 14 gemacht und wird auch im Namen von PayPal 14 geschrieben, dann entschieden. Und die 4.000 haben wir entschieden, dass in diesen Trip gehen sollte, um die Leute wissen zu lassen, was wie die Sachen sind in den USA und wie es uns geht. Und deswegen haben wir das gemacht. Wir haben ungefähr 21.000 und 4.000 haben wir jetzt schon ausgegeben, um hier zu kommen. Wir brauchen immer noch ungefähr $50,000. Okay, so it's 5,600 each defendant ja. times 13. 56, 5,600 mal 13. It's complicated. Die wir zahlen müssen. Like 50,000 is like GoFundMe right now is listed at 86,000, but that's because they take like the 8%. GoFundMe hat 86,000 als Gebühr, aber das liegt daran, dass die eben 10 Dollar Gebühr, 10% Gebühr nehmen. So it's closer to 7,200, but we have 7,200 ungefähr. Aber wir haben 50,000 müssen wir noch kriegen. Right. And yes, we take cash. Yeah. So you can give us cash. Come up to the stage and give them all your money. Give this guy your money. He's trustworthy. Is there something else from the web? Irgendwas anderes aus dem Netz? Apparently not. Sorry, I was reading. There's one question for the panel. Could you be könnt ihr vielleicht darüber kommentieren, wie ihr oder die anderen, die Leute, were found or identified? Könnt ihr darüber reden, wie ihr identifiert wurden? Yes. How have you been identified? Wie wurdet ihr identifiziert? Yeah, actually. Sie haben einen. Wir sind uns ziemlich sicher. And like the people who were like channel operators, die Channel-Operators, who weren't involved in the protest, die auch nichts mit dem Protest zu tun hatten, die haben einen Server vom Hostile und Hurricane Electric beschlagnahmt und dann haben einer davon hatte Logs und die konnten das halt irgendwie offensichtlich nicht benutzen. Also macht das in Zukunft selber. Ja. Die wurden auf diese Art und Weise gefangen genommen und manche wurden halt, also ich war in PayPal's Logs und manche wurden in den einige haben als über ein VPN Pakete geschickt, genau, benutzt ein VPN. Ich denke, der Nächste sagt, ich denke, dass ich von einem Individuum innerhalb der Bewegung. Ich werde das jetzt nicht beweisen, aber ich glaube, ich würde verraten von einem in der Bewegung. Working on that. Wir arbeiten dran. There's a website, right? Es gibt eine Webseite darüber. So we have about 2 minutes left, I think. Wir haben ungefähr 2 Minuten. Time for one more question. Eine weitere Frage. Yeah, last question, number one, please. Nummer eins. You want? Oh no, sorry. Das ist keine Frage. Anybody else? Jemand anderes? No, something else from the net. Jemand aus dem Netz? The Webernets. Yeah, there's one question coming in. Did you do anything more gemacht, than mehr more als packets to PayPal? Etwas really gemacht, das mehr als normale Pakete an PayPal zu schicken? War das illegal? Wir können das nicht beantworten. Not legally if we don't want to be arrested when we go home. Wir können das nicht legal beantworten, wenn wir nicht verhaftet werden wollen, wenn wir heimkommen. I think this was an awesome talk. Thank you very much. Give him a very warm thank you and applause. Yeah. Also Applaus. Das war dann der PayPal 14 Vortrag. Ich bin Julian. Ich bin alleine hier heute. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback an die Übersetzer habt, dann schreibt